Villagers, ein Kartenspiel von Hawken Holgarda mit Illustrationen von Hawken Holgarda für zwei bis vier Spieler ab zehn Jahren. Dauer laut Hersteller 45 Minuten, erschienen bei Cosmos. Worum geht's? Wir wollen unser eigenes mittelalterliches Dorf gründen. Im Wettstreit mit unseren Kontrahenten buhlen wir um die dafür nötigen Spezialisten, um am Ende das wohlhabendste Dorf unser Eigen nennen zu können. Spielvorbereitung. Die sechs Personen mit Wegweise-Symbol als offene Auslage. 30 Startpersonen nach Betriebsart offen auslegen. Jeder nimmt sich eine Gründungskarte auf die Goldseite und eine Spielhilfe. Jeder bekommt acht Gold, der Rest wird in die Bank gelegt. Wer zuletzt einen Nagel in die Wand geschlagen hat, beginnt und erhält die Loskarte. Bei zwei oder drei Spielern die Karten mit Wolle und Lederrückseite zurück in die Schacht legen. Restliche Personenkarten mischen und sechs verdeckte Stapel bilden. Bei zwei Spielern vier Karten je Stapel, bei drei Spielern sechs Karten je Stapel und bei vier Spielern acht Karten je Stapel. Einen über jeder Personenkarte auslegen. Karte erster Markttag unter den zweiten Stapel, Karte zweiter Markttag unter den rechten Stapel schieben. Von den restlichen Karten erhält jeder fünf auf die Hand. Verbliebene Karten als verdeckten Nachziehstapel rechts neben die Auslage legen. Spielablauf: Villagers verläuft über mehrere Runden. Jede Runde ist in zwei Phasen unterteilt: eins, die Draftphase, zwei, die Bauphase. Außerdem gibt es Markttage, an denen man Gold erhalten kann. Draftphase. Reihum im Uhrzeigersinn zieht jeder eine Karte aus der Auslage oder den verdeckten Stapeln, bis sein Limit erreicht ist. 2 plus Anzahl Nahrungssymbole maximal 5. Hat jeder sein Limit erreicht, werden die Karten auf die Hand genommen. Leere Plätze in der Auslage direkt wieder vom am weitesten links liegenden Stapel füllen, am Ende der Phase wird die Auslage aktualisiert. Bauphase. Reihum im Uhrzeigersinn darf jetzt jeder Personen entsprechend seinem Baulimit in sein Dorf legen. 2 plus Anzahl Bausymbole maximal 5. Haben alle die Bauphase abgeschlossen, wird geprüft, ob jeder mindestens ein Nahrungssymbol im Dorf liegen hat. Falls nicht, wird die Gründungskarte umgedreht. Loskarte im Uhrzeigersinn weitergeben. Falls Markttag ist, am ersten Markttag bekommen die Spieler Gold für Goldsymbole und Münzen auf Dorfkarten. Am zweiten Markttag werden zur Wertung des ersten Markttages auch noch die Silbersymbole gewertet. Spielende: Das Spiel endet nach dem zweiten Markttag. Wer nun das meiste Gold in seinem Dorf hat, gewinnt.